hast nicht die Gelegenheit, an ein neues Auto zu kommen. Jetzt gucken wir uns gleich mal auch den an. Hyundai Genesis. Ja, hab ich das schon. Wo ist das nicht? Ja, wie man sie wieder fährt, sich tun lässt. Was? Hoch, 50 Meter gedriftet, längst der Arsch. Bin voll der 150 Meter Drifter. Die Côte d'Azur bietet kaum Auslaufzonen. Acht auf eine gute Linie. Die Kurven haben es in sich. Oh, sieht das schön aus. Das Setup dieses Autos sollte für so gut wie jeden Fahrstil geeignet sein. Viel Spaß! Ja. Irgendwie hat er einen coolen Klang. Ich würde mal gerne eine enge Kurve haben, dass ich weiß, ob ich mit dem vielleicht sogar mein Event da weiterfahren kann. Wow. Nee. Ich glaube, da ist er ein bisschen zu schwerfällig. Ich glaube... Oh. Ich glaube, da werde ich vielleicht auf diesen Ford Focus umsteigen nachher. Wow. Autobahn. Och, die Sau. Oh, jetzt ist es kaputt. Ich kann nicht sehen, was da gar jetzt kaputt. Schon hat das Auto kaputt gemacht. Alter Schwede, draußen Shifts. Ey, nein, scheiß Wetter. Nein. Oh. Naja, das ist für solche Strecken gut, aber nicht für die anderen. Die anderen. What? Wir müssen in der Rennsport-Community präsenter werden. Wirf einen Blick auf deinen Kalender und sieh, was du tun kannst. Wollen wir gleich noch die Promo machen? Klar, machen wir gleich noch die Promo. Ausdauer. Mit Nissan. Gehen wir uns verpissen. Ja. Meistverwendetes Auto der Karriere. Warum Design? Warum das Karrierefahrzeug? Erworben, ne? Alles ist bereit. Du kennst dein Ziel, oder? Okay, Paris. Los geht's. Paris. Okay. Fahr heute etwas vorausschauender als sonst. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit ändern. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich die Autos nicht verwechsel, Mensch. Ich versehe nicht auf ein anderes Auto gucken. Boah, Alter, das ist eine Geschwindigkeit. Alter. Thank you.
Höchste Zeit. Na, haben wir schon besser gelöst jetzt. 4 Minuten noch. Ja. Ui, ich will da durchfahren, Mann. Eieieiei, das war knapp. Geh mal weg. Jetzt komm ich. Mann. Von der Eiffelturm. Strecke gucken, ich Eiffelturm gucken. Mensch, Mensch, Mensch. Das finde ich ja am coolsten, so diese verändernden Strecken, die ständig an jeder... In jeder Runde anders sind. Das finde ich genial. Irgendwie. Das ist eine schöne kleine Herausforderung. Wow. Noch 3 Minuten. 3 Minutes. Alter, ist das eng. Da hat mir das Auto zerfetzt. Alter. So, jetzt das erste Mal, dass ich Handbremse benutzt habe bei der Kurve. Alter, Mann, was sind das für Kurven hier? Das sieht doch wieder voll nach rechts. Aber das macht nichts. Alter, jetzt sieht er so eklig nach rechts. Störend gerade. Ich hab zwar gesagt, das macht nichts, aber es macht doch was. Weil er extrem nach rechts zieht. Guck. Das klingt doch schon ganz komisch. Mann, so hätte ich mir vor, um die Kurven kommen sollen, ey. Mensch. Mann, das sieht doch nicht immer so nach rechts. Vielleicht sollte ich mal links anfahren. Okay, bei Rechtskurven ist es ja wieder gut, ne? Okay. Handbremse hilft manchmal. Durch eine Situation. Oh, ist aber richtig. Alter. Komm, geh doch endlich um, du scheiß Zeit. 30 Sekunden. Yes, hat sie gesagt. Yes. Sie hat yes gesagt. Ich bin um die Kurve gekommen. 10 Sekunden verbleiben noch. Ja. 5. 3. Nein! Oh, Alter, jetzt mache ich hier noch einen Totalcrash. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe in der letzten Sekunde noch einen Totalcrash gemacht, ey. Mein Gott. So. Ich würde sagen, den einen Event da, den beenden wir heute noch. Und dann, würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss für die erste Session.
SR steckt noch in den Kinderschuhen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Du kannst deinen Namen bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst. Hab ich schon. Muss ich. Also ich hatte gesagt, dass der Dings gut war, ne? Ja, Ford Focus. Nee, das war doch kein Ford Focus. Das war doch ein... Hey, so, Fairy Lady. Da. Die zerklüfteten Felswände am Streckenrand sind brutal. Komm ihnen nicht zu nahe. Okay, es geht heute gegen die Visero. Mal sehen, ob sie sich gegen ein Fahrerfeld genauso gut schlagen wie gegen die Uhr. Zero kennt diese Strecke an der Côte d'Azur wie seine Westentasche. Du musst heute in Topform sein. Bin ich, keine Sorge. Mein Auto nicht, also mein Auto ist müde. Alter! Ping-Pong! Jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Okay. Alter, Alter. Mach noch einen Platz gut. Oh. Was ist jetzt wieder? Alter. Fast bis in die Top 3 gefahren. Ja, gerade noch dabei. Ach stimmt ja, das ist ja wieder dieses Zeitrennen. Nee. Doch, ach, na eben. Die Autos sind noch ganz, wenn es endlich das rumfährt. Wie ein Schrotthaufen. Yeah! Alter! Manowar. Ach du Scheiße. Schwupp. Ei. Dumm gelaufen, Junge. Nicht gerade eine Glanzleistung. Naja, kann ja nicht immer gut laufen. Diese Strecke an der Côte d'Azur wie seine Westentasche. Du musst heute in Topform sein. Mann, hör doch mal auf. Alter. Das hat weh. Okay, das haben wir dann schon. Wie viel war er jetzt gemeistert? Schon wieder Felsen! Mann! Boah.
Irgendwie. Was mache ich denn noch? Ich glaube. Guter Einsatz, aber du hast etwas überfordert gewirkt. Nochmal, meine Fresse. Jetzt auf einmal los, ja. Meine Fresse. Los, jetzt mach dich vor. Hey, noch mal, ich hab doch gelenkt. Etwas schwieriger, ja. Da irgendwas zu reißen. Arschloch. Arschloch. Ey, komm, ich bin hier vor der Platz. Das muss ich doch noch schaffen. Nein! Ach Mann! Du bist Vierter. Ach Quatsch, Mann. Hast du gerade gesagt. Dritter Platz. Push weiter. Nein, 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 nein! Schrein. Nein, die zwei noch davon. Ich glaube, einmal versuche ich es noch. Das Rennen heute hatte Spitzenniveau. Du hast es auf Platz 3 geschafft. Ich bin Platz 1. Einmal machen sie. Ach, da war einer vor mir, das hab ich gerade gesehen. Boah! Alter! Ich komme den noch weiter zurück, weil ich will den irgendwie vor mir loswerden. Genau. Jetzt habe ich den nämlich nicht mehr vor mir und kann ein bisschen mehr aufholen. Dass ich da auch vor mich hängt. Oh nein, nochmal die Kurve. Nein, oh, Leute. Okay, jetzt krieg ich schon langsam Problemchen. Das wird doch immer schwerer, das ist ja toll. Du hast links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Okay. Was? Als ob das nicht jeder sehen kann, dass ich links einen Schaden habe. Mann. Scheiße, nochmal, ich bin zu wenig zurückgespult. Scheiße!
Ja. Wenn ich da ranstoße, das hat... Meine Fresse. Ich mach's noch einmal. Einmal starte ich noch nicht. Einmal. Das riecht doch schon dass danach, dass ich es nicht schaffe. Hab ich die kleine scheiß Gurke schon da vor mir? Ja, eigentlich schon weg. Nein! Schön nebeneinander eingeparkt, hast du gesehen? Vom zweiten auf den dritten Platz ist es nicht weit. Hä? Jetzt bin ich glaube ich wieder auf dem fünften oder so, ne? Sei nicht so aggressiv, Junge. Du bist mit Lucien Galfione kollidiert. Oh mein Gott! Wer ist denn das? Kein Schwein! Oh, scheißegal! Da trinkt seinen Scheißkaffee auch noch mit Wasser. Oder er macht seinen Kaffee mit Wasser. Mann! Mann! Nein! Okay. Das sollte nicht passieren, würde ich sagen. Ach, vierter Platz. Jetzt komm, Lewis. Ja, Mensch. Ach nee, ach Mann, ach nee, ach nee, ach Mann. Halt's Maul, das ist nicht toll. Mann, jetzt muss ich die Scheiße noch fahren. Ja, zieht mir alles schön vorbei an mir. Nicht so aggressiv, bitte. Ah, ich fange jetzt an, im Tunnel mit mir zu sprechen. Du bist jetzt auf Platz 4. Schon? Warum geht's jetzt auf einmal so schnell? Los jetzt! Wow, Mann, Alter! Zweiter. Mein Freund, kannst du dich zählen oder was? Na, dich schaffe ich jetzt oder? Jetzt habe ich es. Ah. Also wenn jetzt nichts beeindrucken kann, aber man kann ja immer noch zurückspulen. Komm schon. Alter. Da hängt da vorne. Los jetzt. Ach Mensch! Die kann man nur in Kurven überholen. Das war schon gut, ja. Nein! Ja, ich hab ihn, nein, ich hab mich, ja, ich hab ihn. Ah,
Ich hab euch! Ja! Alter! Das war jetzt schon... Das war jetzt schon etwas... Ein etwas schwierigerer Reisrennen. Und ich bin gerade mal am zweiten... Bumm! Ich weiß gar nicht, wie viel es hier gibt. Die DSR steckt noch in den Kinderschuhen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Du kannst deinen Namen bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst. Ja, könnte ich, wenn ich... So. Zeit fahren. Diesmal Zeit fahren. Soll ich es trotzdem mit dem probieren? Komm, scheiß drauf. Ja. Oh, Palm. Oh, ah, oh, oh, ganz schnell. Die Strecke führt über öffentliche Straßen. Der Belag kann also ziemlich uneben sein. Das ist Lucien Galfione, der Star von Divisero. Seine Zeiten gilt es zu schlagen. Ist mir doch egal. Du hast jetzt Rennspeed. Mach dich startbereit. Ich hab Rennspeed. Das Setup ist genauso, wie du es magst. Bleib so, was nehme ich aber nicht. Du auch starke Zeiten. Leco mio! Du bist schneller als die anderen. Sehr gut. Na? Starke Zeit in Sektor 2. Weiter so. Ich sag mal, den kann man viel besser driften als mit diesem... VW fahren oder dem anderen. Der dritte Sektor war nicht gerade optimal. Du brauchst jetzt einen tollen Endspurt. Echt? Du kannst mit den anderen mithalten. Push, wenn du kannst. Alter, mich reicht sobald, reißt sobald vom Stuhl bei den Kurven. Ah, Lenkhilfe. Mann, 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 Mann. Du hast links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Ah, und du oben rechts, du Vogel. Nein, oh meine Fresse. Scheint das Bodenblech durchgetreten. Schnellste Runde der Session. Alter, das ist aber auch krache schnell. Du hast links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Ja, ist ja in Ordnung. Nein, oh Mann. Na, ja, schon besser. Woo!
Handcuff, please, Motherfucker! Das war mal richtig schnell. Du hast die Visero wirklich gezeigt, wo der Hammer hängt. Ui. Ganz schön Vorsprung. So, liebe Zuschauer, liebe Freunde. Ja, jetzt dürfte ich eigentlich dieses Event da gewonnen haben. Jetzt würde ich dann gerne erstmal zum Abschluss kommen. Für diese Saison. Wir sind über die 200 gekommen. Also über die 200.000. Wenn du Sponsorenziele erfüllst, können wir ein größeres Publikum erreichen. Gib dein Bestes. Ja, ich... Ey, Alter, wenn aber hier nichts kommt, mit was ich die Sponsorenziele da... irgendwie... bumm, dann verstehst du? So, liebe Freunde, dann würde ich sagen... verabschieden wir uns, oder verabschiede ich mich für heute, für die erste Session. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Dieses Spiel ist echt empfehlenswert. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder und fahren dann mal weiter später dann, ne? Bis denn. Tschüss.